Machen wir A4. Läufer schlägt A4, dann E6. Das klappt. Er macht's. Uff. Will er das jetzt zocken? Nee. Ja gut, ich nehme die Punkte mit, ne? Ich sag mal so, ich nehme die Punkte mit. Ja gut. Ich sag mal so, ich nehme die Punkte mit. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Man nimmt, was man so kriegen kann, ne? Was soll ich sagen? Man nimmt, was man so kriegen kann. So, was kriegen wir hier? Schauen wir mal. Okay, auch hier scheint er sich sehr sicher zu sein. Ich hätte den Springer nach F3 stellen müssen, vielleicht, ne? Naja. Auch diese Stellung finde ich nicht so verkehrt. Mit den Bauern, die nach vorne ziehen, der Läufer ist aus dem Spiel genommen, finde ich eigentlich alles nicht so schlecht. Turm nach E1, E6 ist incoming. Läufer E4. Ja, komm, machen wir E6, oder? Opfern wir noch einen Bauern für die Öffnung der Linien. Mit dem König in der Mitte kann er mir ja nicht erzählen, dass das gut ist. Springer E5 habe ich auch noch. Springer E5 ist auch saftig frisch. Und jetzt Turm E1. So, will ich einen Schach geben? Dann Turm E6. Ich glaube, ich will einfach schlagen. Okay, und jetzt E7 und F6. Direkt F6. Was anderes? Ach komm, E7, F6. Let's go. Was? Was? In jeder Partie gibt er mir einen Turm, ne? Ich habe mir eine Sache vorgenommen für heute und die habe ich geschafft. Mich nicht sinnlos aufzuregen, nur weil ich eine Partie verliere oder nicht. Und insofern entspannt. Ganz entspannt. Jetzt hier der nächste Fidemeister. Nuages Chris. Okay. Der spielt das runter. Jetzt würde er diese Variante sehr, sehr gut kennen. Wir hatten das ja vorhin schon mal, ne? Da lief es gut. Da haben wir den direkt umgehauen. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Da habe ich den Springer nach B3 gestellt. War auch vielleicht nicht so verkehrt. Aber ich glaube, so ist auch nicht schlecht. Moin Flox, grüß dich. Grüß dich, mein Guter. So. Die Stellungen sind, denke ich, schwieriger zu spielen mit Schwarz, mit dem Läufer hier auf B6. Ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Finde ich zumindest. Noage, Chris, graue Wolke? Noage? Welche Sprache ist das? Noages? Ist es Spanisch? E6? Kann man drüber nachdenken, ne? Aber ist noch nicht so ganz überzeugend. Droht Läufer B5? Er will Läufer B5 machen, ne? Wir machen mal A4. Läufer schlägt A4, dann E6. Das klappt. Er macht's.
Er lässt sich drauf ein. Oder anders gesagt, er ist in die Falle getappt. Ist er in die Falle getappt? Ja, da muss das, der Läufer muss weg sein. Dame B5, einziger Zug. Und jetzt Dame F3 oder... Ich dachte, er ist Dame A3, aber dann kann er noch den machen. Dame E4 oder Dame F3? Und dann B3. Dann wahrscheinlich Dame F3, damit ich B3 noch gedeckt halte. Ne? Oder Dame H3? Ganz, ganz mies. Dame H3? Dame H3 gefällt mir, glaube ich, am besten. Der Bau auf E6 und B3 droht auch noch. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden hier mit dieser Stellung. Ja, da gibt er auch schon auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.